Der US-Leitindex S&P 500 hat sein Kursziel bei genau 5.200 Punkten erreicht. Und jetzt ist die Frage, sind diese Hoffnungen auf sinkende Zinsen, die diese Rallye ja maßgeblich befeuert haben, schon aus Ermangelung jetzt von anderen Faktoren, nachdem die US-Berichtssaison weitgehend abgefrühstückt ist, ist also diese Rallye, die aufgrund der neuen Zinshoffnungen entstanden ist, ein bisschen übertrieben, weil eben diese Zinshoffnungen übertrieben sind. Gestern hat sich ein US-Notenbanker geäußert und gesagt, ja, also kann sogar sein, dass wir die Zinsen nochmal anheben müssen. Das hatte Paul ja als unwahrscheinlich erklärt in der letzten oder bei der letzten Pressekonferenz. Aber nächste Woche bekommen wir die US-Inflationsdaten aus dem April. Und das könnte in die eine oder andere Richtung neue Nahrung geben für entweder Zinshoffnungen, was aber wahrscheinlicher ist, dass die Zinssenkungshoffnungen aufgrund einer relativ hohen Zahl eher mau ausfallen werden. Also, dass die Zinssenkungshoffnungen nicht berechtigt sind. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren, an diesem herrlichen Mittwoch, bevor dann morgen ja ein Feiertag der Fall ist. Hier sehen wir gestern der S&P 500 punktgenau auf 5.200 Punkte, 5.200 und ein paar zerquetschte und punktgenau da ging es zurück. Ging es nach unten. Dieses Niveau von 5.200 Punkten ist nicht nur eben ein Gap gewesen, was wir gesehen haben im April, Mitte April etwa oder so 10. 11. April um diesen Zeitraum herum, sondern es ist eben auch eine sehr wichtige Marke, die für Optionen eine große Rolle spielt. Sollten es die Bullen schaffen, diese 5.200 Punkte im S&P 500 nachhaltig zu überwinden, dann könnte da Schwung nach oben kommen, weil dann die Dealer, die Optionsverkäufer sich dementsprechend positionieren müssten, absichern müssten, müssten das Underlying kaufen, müssten dann wahrscheinlich den S&P 500 Future kaufen, was die ganze Geschichte noch weiter nach oben treiben würde. Aber wir sehen, wir sind natürlich sehr, sehr stark überkauft aufgrund der Rallye in letzter Zeit. Wir sehen diesen massiven Anstieg. Aber dann war so ein bisschen Schluss und der Hauptgrund dürfte gewesen sein, die Aussagen von Kashkari, der sich mehrfach gestern geäußert hat an verschiedenen Gelegenheiten. Und faktisch hat er gesagt, also die Zinsen dürften für eine längere Zeit hoch bleiben und man könne im Prinzip weitere Zinsanhebungen sogar nicht ausschließen. Jetzt ist Kashkari kein Voting-Member, also der darf nicht wählen, aber er ist dennoch inzwischen eine einflussreiche Stimme geworden, kann man sagen. Eher auf der hawkischen Seite gewiss, aber er bringt das auf den Punkt, was ja eigentlich evident ist, die Märkte aber ignorieren. Die Inflation ist viel zu hoch, als dass die Fed die Zinsen senken könnte. Er sagt, wenn jetzt die Inflation sich so einpendeln würde bei 3%, was sie ja tut, wir waren ja nie unter 3,0%, sondern sind seit Monaten ja letztendlich drüber wieder oder steigen sogar, dann könnte es sein, dass wir sogar die Zinsen nochmal anheben müssen. Und letztendlich sind diese Zinssenkungshoffnungen evoziert vor allem durch Paul, der ja gerne die Zinsen senken würde, es nur nicht kann, deswegen die Kapitalmarktzinsen unter Druck gebracht hat mit der Aussage, ja, eine Zinsanhebung sei unwahrscheinlich. Die Märkte jedenfalls haben reagiert. Warum geht die Inflation nicht runter? Ein wesentlicher Punkt, Stimulus. Faktische Ausgabenpolitik, Schuldenorgie der beiden Regierungen. Wir sehen aber, dass auf jeden Fall die Märkte das Ganze ernst genommen haben. Wir sehen hier, dass die Renditen gestiegen sind, also die Kapitalmarktzinsen wieder gestiegen sind aufgrund der Aussagen von Kashkari. Und das gewinnt eine gewisse Glaubhaftigkeit, denn wir erwarten hier für die Zahlen, die, glaube ich, nächsten Mittwoch kommen, ein Wert wieder von 0,4% zum Vormonat. Das wäre dann dreimal hintereinander 0,4%, also praktisch eine doch wieder ziemlich deutliche Inflationsdynamik. Und die Vorjahresvergleiche, die Latte liegt jetzt dann bald immer tiefer, weil im Vorjahreszeitraum die Inflation nach unten ging, sodass wir durchaus in Richtung 4%, vielleicht sogar 5% unterwegs sind bei zum Zeitraum der US-Wahlen Anfang November. Also wie da die Zinsen sinken sollen, das ist nicht so ganz klar und eigentlich nicht so richtig logisch. Und einer, der nicht mal stimmberechtigt ist aktuell, bringt das auf den Punkt und die Märkte sind so ein bisschen vielleicht ein Stück weit Richtung Realität dann wieder zurückgekehrt, so oder so. Die Schuldenaufnahme geht immer weiter.
hier gestern die kurzfristigen Anleiheauktionen im Volumen erhöht durch Janet Yellen, aber die Zinsbelastung, die wird immer gigantischer. Es gibt keinen Free Lunch, die ganze Geschichte kostet Geld und hier sehen wir heute auch wichtige Dinge oder in dieser Woche wichtige Dinge. Heute, 19 Uhr, kommt eine Auktion 10-jähriger US-Staatsanleihen. Gestern hatten wir eine ziemlich ordentlich verlaufende 3-jährige Anleiheemission der USA. Aber wir sehen eins, meine Damen und Herren, und das ist interessant. Wir sehen, dass der Dollar zugelegt hat gestern in Reaktion auf das, was Kashkari gesagt hat. Der Nasdaq übrigens durchaus mit einem logischen Widerstandsniveau. Der Nasdaq 100. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, was hier ziemlich logisch ist, ist, dass wir bei der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe einen Bottoming Hammer sehen, also praktisch so eine Chartformation, die eher darauf hindeutet, dass jetzt das Tief erreicht ist und wir wieder nach oben gehen. Das ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass die Kapitalmarktzinsen wieder steigen dürften. Ich bin gespannt auf die heutigen Auktionen und wir sehen unten den S&P 500 mit dieser Unsicherheitskerze und das in einer Situation, wo die bullische Stimmung total überhand nimmt wieder. Es ist wieder alles gut und vor allem die Investmentbanken, die blasen zum Einstieg für die Privatklienten und sagen, Mensch, kaufen hier neue Allzeithochs voraus, die Ampel ist grün, heißt es bei Goldman Sachs. Die Bank of America sagt, don't sell in May and go away. Denn dieser Zeitraum sei relativ günstig. Der S&P 500 sei zwischen Juni und August in 75% der Fälle positiv mit einem durchschnittlichen Return von 7,3%. Hier sehen wir mal Mai bis Juli. Oder Juni, ich weiß gar nicht, Juli ist das, glaube ich, haben wir durchschnittlich plus 2% in einem Wahljahr und in 62,5% der Fälle. Also man verweist auf die Saisonalität, okay, aber normalerweise ist es ja so, dass die erste Hälfte des Mai eigentlich negativ ist, war diesmal nicht so. Die Frage ist ja, wo kommt man her, ist man überkauft im Zeitfenster, in einem kurzfristigen Zeitfenster, derzeit sind wir stark überkauft auf jeden Fall. Und eine Unterstützung sind natürlich CTAs jetzt auch, oder was heißt natürlich, aber sind diese US-Vermögensverwalter, die jetzt wieder zukaufen dürften. Wir haben gestern, wenn Sie unten mal in diese Grafik gucken, weiter rechts bei Volume, 44 Millionen Kontrakte beim SPY, dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500. Vorgestern waren es 42 Millionen, das sind Volumina, die man nicht mal so im frühen August oder so sieht, wenn alle in den Ferien sind. Das ist wirklich unterirdisch, was da passiert. Trotzdem wir jetzt aus der Blackout Period, was Buybacks betrifft, also Aktienrückkäufe von Unternehmen, weitgehend raus sind. Hier sagt Goldman Sachs, ja, 5,5 Milliarden pro Tag werden da gekauft. Dieses Jahr dürfte ein Rekordjahr werden, was die Buybacks betrifft. Das ist schon Rückenwind auch für die Aktienmärkte. Wir sehen, dass die Dealer, die Optionsverkäufer jetzt positiv Gamma haben. Wir haben biggest 3-Tages-Day-Gamma-Increase on record. Das heißt, die sind jetzt schon sozusagen auf der Long-Seite in vielen Bereichen positioniert, um sich abzusichern. Gleichzeitig sind Absicherungen für fallende Märkte so günstig wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr, wie ich gestern gezeigt hatte. Und das in einer Situation, wo wir Überraschungen immer bei der Inflation tendenziell nach oben haben, auch bei den Preiskomponenten, ISM etc., während die Wirtschaftsdaten eher auf der Unterseite überraschen. Wie wir hier sehen, der April war kein guter Monat gewesen bisher. Oder der letzte Monat, April vor allem, war sehr schwach. Und wenn wir mal ein bisschen unter die Oberfläche gucken, sehen wir zum Beispiel immer mehr Amerikaner können ihre Autoloans nicht mehr bedienen oder sind mindestens 60 Tage zu spät. Jetzt knapp 6%, das ist mehr als in der Finanzkrise etc. Also wir sehen, da ist ein bisschen Stress. Das ist auch einer der Gründe, warum die Gebrauchtwagenpreise fallen. Die fallen eben auch, weil Elektrofahrzeugpreise so stark in die Knie gehen, siehe Tesla. Aber das ist hier, glaube ich, das große Problem, was den US-Konsumenten betrifft. Wir sehen, dass die Sparquoten weiter nach unten gehen, während gleichzeitig die Kreditkartenschulden massiv nach oben gegangen sind. Und gestern haben wir neue Daten bekommen zu den zur US-Kreditvergabe. Und die waren mit insgesamt 6,27 Milliarden deutlich schwächer als die erwarteten 15 Milliarden. Im Vormonat waren wir noch bei 14 Milliarden.
Milliarden gewesen. Und das, was auffallend ist, die Kreditkartenverschuldung nimmt praktisch nicht mehr zu. Wir haben jetzt hier gesehen, dass praktisch offenkundig die Leute nicht mehr in der Lage sind oder die Kreditgeber nicht mehr willens sind, den Leuten noch mehr Kredit einzuräumen. Das ist hier der sogenannte Revolving Credit. Revolving Credits sind zum Beispiel Kreditkartenschulden und die largest US Trading Desk, das ist in dem Fall Goldman Sachs, wird bearish für den US-Consumer und das, glaube ich, hat sehr, sehr gute Gründe. Aber wir sehen also, dass die Ausfallraten bei Kreditkarten steigen, dass mehr und mehr Leute nicht mehr angesichts der Zinsen da mitkommen und dennoch sagt hier zum Beispiel wieder Bank of America, ja, das könnte bullish sein für die Aktienmärkte. Schaut euch mal die Risikoprämien für Junkbonds an, also für Hochrisikoanleihen, für Unternehmensanleihen mit schlechter Bonität. Die sind zuletzt wieder deutlich gefallen. Und das, obwohl erstens wir sehen, dass eben die Zahlungsausfälle zunehmen, die Kosten für die Unternehmen steigen, Labor Costs steigen, also die Arbeitskosten, die Arbeitnehmer kosten immer mehr Geld. Also man ist hier bullish, obwohl eigentlich so viele Faktoren dafür sprechen, dass die Konsumenten vor allem ein Problem bekommen. Wenn die Konsumenten ein Problem haben, dann werden auch die Firmen ein Problem bekommen. Und gerade die Firmen, die nicht so gut aufgestellt sind, die gerade so überleben. Und einer der Risse kommt aus dem Commercial Real Estate Bereich, also dem Gewerbeimmobilienbereich. Gestern ist in Fort Worth ein Gebäude verkauft worden, das vor 3 Jahren noch 137,5 Millionen Dollar wert war. Gestern ist das Ganze für 12,3 Millionen bei einer Auktion unter den Hammer gekommen. Da ist eine Pleitewelle voraus, die sich gewaschen hat und da hängen viele Banken mit drin. Insgesamt, wenn wir nochmal zu den Aktienmärkten zurückkehren, sehen wir der S&P 500 jetzt mit einem Price-Earnings-Ratio von 24,3 im ersten Quartal. Das ist nicht billig, ist 31% über dem medianen Price-Earnings-Ratio seit 1988. Es war schon teurer, gar keine Frage. Vor allem die 493 oder 490 Unternehmen aus dem S&P 500 sind gar nicht wirklich teuer. Die Tech-Unternehmen sind das, die die Bewertungen nach oben treiben. Und wenn wir nochmal nach Deutschland gucken, meine Damen und Herren, abschließend. Auftragsmangel in der Industrie vor allem verschärft sich. Jetzt haben 39,5% der Industriefirmen in Deutschland von fehlenden Aufträgen berichtet. Im Januar waren es noch 36,9. Also wir sehen, dieser Corona-Stau, als man noch 1, 2, 3 Jahre fast oder lange, viele Monate auf jeden Fall noch Auftragsbestände abarbeiten konnte. Das ist jetzt vorbei und jetzt fällt man so ein bisschen in ein Loch. Abschließend, meine Damen und Herren, 2 Empfehlungen. Ein Vermögensverwalter, nämlich Bert Flossbach, sagt, diese ganze KI-Euphorie ist übertrieben und zeigt, dass manche Zahlen aus dem Tech-Bereich nicht so wirklich so gut sind, wie sie optisch erscheinen. Warum, wieso, weshalb? Sehr, sehr gutes, kluges Interview über viele Themen, über Schulden, über die Aktienmärkte und so weiter und so fort, kann ich nur empfehlen, eine Stimme der Vernunft. Erste Empfehlung, die ich Ihnen unter das Video packe und die Sie gerne weiterempfehlen. Und die zweite Empfehlung ist, die volle Auswirkung der hohen Fettzinsen kommt erst noch. Das Ganze dauert, bis sich das durch das System frisst. Auch diesen Artikel bitte gerne teilen über Social Media. Also diese beiden Empfehlungen möchte ich Ihnen geben. Wir sehen uns heute zum Markeflüster. Morgen, ja, Feiertag, da keine Videos von mir. Also wenn Sie masochistisch veranlagt sind und unbedingt meine Visage nochmal sehen wollen, heute Abend zum Markeflüster. Ich sage Servus, ciao.